Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit einer neuen tollen Form. Ihr seht hier die Gingerbread Ornaments von Molds and Shapes. Entschuldigung, ich hatte gerade noch was anderes im Kopf. Und zwar haben wir hier 10 niedliche kleine Ornamente, die ich jetzt vorab mit den Metallic Color Pens, die ich mir letztens von Temu bestellt habe, bemale, sag ich mal. Ganz tolle Farben, glänzend schön. Ich bin gespannt, wie sie hinterher rauskommen. Und ihr seht, ich habe also schon vorgearbeitet, weil das nimmt also doch schon eine ganz schöne Zeit in Anspruch, weil es doch so sehr fein ist. Und da muss man dann immer wieder das Ganze etwas ausbessern. Hier seht ihr, ich mache jetzt nur das, wo ich wirklich aktuell gut rankomme, weil ich sonst auch mit dem Kopf über der Form hängen würde. Da würdet ihr dann eh nicht sehen. So, das sind also im Prinzip auch die letzten Züge, die ich hier ausmalen werde. Ich mache das gleich in Ruhe fertig, das geht dann einfach besser. Und dann werde ich anfangen zu gießen. Und zwar werde ich anfangen hier mit Weiß und Rot so bestimmte Sachen ausgießen. Das möchte ich dann schon ganz gerne machen. Und hinterher werde ich mal sehen, ob ich dann einfach Hintergründe mit zwei Farben machen werde oder wie auch immer. Ich bin mir da noch nicht so ganz im Klaren drüber. Vor allen Dingen ändere ich auch immer sehr schnell meine Meinung wieder. Wie gesagt, ich bin dann gleich wieder da und dann geht es mit den Farben weiter. Es kann losgehen. Ich habe mir hier Rot, Weiß, Schwarz angemischt. Weiß habe ich einmal hier weißes Mica mit so einem Glitzerpuder da drin. Dann habe ich einmal rotes Mica und einmal hier von Epodex die tiefschwarze Pigmentpaste. Habe ich mir angemischt. Noch einmal ganz kurz Feuer dran. Ich will meine Pöttchen hier nicht schmilzen. So. Und dann wollen wir auch mal loslegen. Das sind da drin. Das muss aber da mal raus. So. Ja. Womit fangen wir an? Ich fange mit Weiß an. Ja, genau so. Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich das Weiße schon da, wo ich es nicht haben will. Weil es ist etwas statisch. Das ist mir letztens auch schon aufgefallen bei den Formen. Also es hat jetzt nicht speziell mit den Formen zu tun, sondern im Allgemeinen. Und ja, dann geht das überall hin, nicht da, wo es soll. Da ist es ein Handschuh. Da möchte ich es gar nicht haben. Da aktuell auch noch nicht. So. Da ist es auch in den Handschuh rein. Ihr müsst entschuldigen, falls ich wieder mit meinem Kopf im Bild sein sollte. Aber ich weiß nicht, irgendwie trotz meiner Lampen, die ich hier habe, ist es mir irgendwie nicht hell genug. Ich muss dazu sagen, dass ich auch noch nicht die richtige Brille wieder habe zum Nahsehen. Ich hatte eine Augen-OP. Und habe zwei neue Linsen bekommen, weil ich hatte einen grauen Star. Ich musste also die OP machen lassen. Und ja, ich bin da immer noch nicht ganz durch mit, weil ich durfte mir jetzt zwar endlich meine Brille anfertigen lassen, aber ich habe sie halt noch nicht. Es braucht alles seine Zeit. Aber ist nicht mehr lange.
So, das war das. Jetzt muss ich mal gucken. Hier die Mütze, beziehungsweise der Rand von der Mütze muss weiß. Der Bommel, da hatte ich schon aus Versehen rot reingemacht. Ich hoffe, dass ich das alles hinbekomme, bevor die Farbe fest wird. So, ich glaube, ich mache das jetzt erstmal für mich weiter und wenn ich dann soweit bin, dass ich mit dem Weiß durch bin, melde ich mich wieder. So, mit Weiß bin ich durch. Ich habe das Dach gemacht, ich habe hier noch den Bart gemacht, hier noch den Glockenschlegel und ich habe den Schneemann aufgegossen. Der ist damit sogar schon fertig. Und das glitzert so schön, also richtig so wie Schnee, also wunderschön. Leider kann man das mit den Farben so immer nicht festhalten. Aber naja, so, das ist ein tolles Maika-Rot, also auch eine wunderschöne Farbe. Da mache ich jetzt erst noch mal einen Punkt in die Nase, obwohl ich das ja rot gemacht habe. In die Handschuhe. Ganz vorsichtig, dass sich das ja nicht mit dem Weißen vermischt. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in das, was ich schon gegossen habe, reinlege. So, die Handschuhe. Das war das. Alles gut. Ich werde jetzt hier nichts mehr dran machen. Solange das, wenn das noch ineinander läuft, dann soll es so sein. Ich lasse es jetzt so und wenn das angetrocknet ist, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ganz kurz bin ich noch mal da. Ich habe nämlich vergessen, schwarz zu machen. Ich muss also hier noch die Schürchen machen und vielleicht mache ich die auch noch. Und ja, das wird dann der Rest sein. Bis später. Und weiter geht's. Ich habe mir hier wieder mein Radiant Flow angemischt, das Lumina Cast Nr. 5 von Dippon. Und ich nehme euch jetzt mit, wie ich die Farben anmische. Und zwar habe ich hier einmal etwas mehr von dem Interference Champagne von Etta Art. Das möchte ich mir anmischen, um das in alle Farben mit reinzugeben. So, ich muss mir doch so lange die Ziegel bestellen, also weit komme ich damit nicht mehr. Ich finde das einfach toll. Wie gesagt, ich mag diese Interference von Etta Art wirklich sehr, sehr, sehr. Die sind allesamt toll. Zumindest die, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Ich gehe davon aus, die anderen, die ich nicht habe, auch. Und ich habe, was habe ich denn? Das Interference White, ich habe das Interference Pearl, das Interference Champagne und das Interference Rose. Und wie gesagt, die sind alle wirklich toll. Echt toll. Hier seht ihr das Champagne. Ja, ein so schöner goldener Schimmer. Also wirklich wunderbar. Ich war hier jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich wollte nicht alles mit einer Farbe aufgießen. Und ich wusste dann auch nicht so richtig mit welcher und habe alles Mögliche ausprobiert und durchdacht. Und ich habe letztens mir von Temu drei, ich komme jetzt gerade mal wieder nicht drauf, hier drei Chameleon Pigment Pastes bestellt. Und ihr werdet sie gleich sehen und ich möchte alle drei benutzen und das dann hinterher hier mit reingeben. So, das ist einmal das. Dann habe ich mir hier noch drei kleine Behälter mit Harz angemischt. Und da möchte ich dann gerne
die hier reingeben. Ich habe sie schon angerührt. Muss mal gucken, wie die sich jetzt hier so machen von der Intensität her. Hier tut sich mal irgendwie überhaupt nichts. Also werde ich mir da mal so richtig was rausnehmen. Wie ich das damit mal. So, ich werde das gleich in Ruhe anmengen. Wir nehmen jetzt erstmal den nächsten Becher und da habe ich einen Grünton. Ich noch diese Farbe hier, und zwar ist das der gleiche Ton, den ich auch als Chamäleon Puder habe. So, ich mische die Farben jetzt ordentlich an und bin dann wieder zurück. So, und los geht's. Ich weiß natürlich wieder überhaupt nicht, was ich für eine Farbe wo nehmen soll. Ich möchte auf jeden Fall das Mädel hier mitmachen. So. Was mache ich denn noch hier mit? Den kleinen Zwerg könnte ich damit machen. Ja. Für eins reicht es noch. Was denn noch? Weiß ich gerade nicht. Ich höre es mal auf. Ich bringe die beiden jetzt erstmal zu Ende. Interference hier rein. Hier auch. So, vorsichtig sein. Nicht übergießen. Hier geht noch etwas. Das Haus werde ich hier mitmachen. So. Kleckert. Das war's. Ich werde noch mal ganz vorsichtig mit dem Bunsenbrenner, also nicht mit dem Bunsenbrenner, mit dem Feuerzeug da drüber gehen. Mit dem Sturmfeuerzeug. Ganz vorsichtig. So. Der Zwerg, der Gnom. Und jetzt ist Geduld gefragt, zumindest bei mir. Bei euch geht's schnell. Ihr werdet das Ergebnis gleich schon zu sehen bekommen. Ich beneide euch so dafür. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder zum Ausformen. Endlich kann ich die kleinen Lebkuchenornamente ausformen. Und da bin ich ganz froh drüber, weil die Warterei hat endlich ein Ende. So an. Nein, drin darf ich sie noch nicht. Gehen ganz einfach raus, ihr seht. Okay. Oh.
ist hier passiert? Da habe ich mir die Form beschädigt. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Naja, kann man nicht ändern. Jetzt hat das Haus ein Loch. Da war ich wohl nicht vorsichtig genug. Ich weiß nicht, ob ich da mit dem Feuer dran gegangen bin, aber ich nehme es einfach mal an. Und dabei wird es wohl passiert sein hier. Schade. Die Form ist zerstört. Es ist nicht, als wenn man damit nicht mehr arbeiten könnte. Klar kann man die noch benutzen, aber ist schon schade drum. Ärgert mich sowas. So, und los geht's. Ein kleiner Gnom. Ist der süß. Die Nase hier, das Rot, das war etwas verlaufen. Aber der sieht schon niedlich aus. Es hat hier sogar gecrackelt. Was habe ich da für eine Farbe gehabt? Das sieht aus, als wenn es das Blau oder das Grün war. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Es wird das Grün gewesen sein. Hier ist das Blau. Dann geht es hier weiter mit dem Nikolaus. Oh, schaut mal. Der ist hübsch geworden. Das Weiß, das hat einen ganz tollen Glanz. Es ist nicht ganz deckend. Man sieht den Crackle unten drunter durch, auch das Rote hier. Dafür waren die Schichten wahrscheinlich einfach viel zu dünn. Aber schon süß. Und das Mädchen. Das habe ich ja nicht ausgemalt gehabt. Da habe ich keine Farbe reingegeben. Es ist einfach der Crackle, der da entstanden ist. In der Mitte ist keiner. Ich glaube, hier hatte ich nochmal Farbe nachgegossen. Aber kein Problem. Süß. So, weiter geht's mit der Zuckerstange. Ja, das war das rötlich-gold-grüne. Und ja, das sieht toll aus. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das sieht nicht ganz so sauber aus. Der weiße Stift, mit dem ich das hier vorgezeichnet hatte, der war so ein bisschen wie Kreide. Und das spiegelt sich hier natürlich wieder. Ich werde versuchen, das nochmal nachzuzeichnen. Mal schauen. Jetzt kommt das Haus. Das ist so hübsch geworden. Hier hängt es dran. Das muss ich abmachen. Ja, das ist der Schnee auf dem Dach, hier auf dem Kamin. Hätte man auch eine dunklere Farbe nehmen können, aber ich wollte nicht zu viele Farben anmischen. Und die Glocke, die habe ich ja mit den Metallstiften, metallicfarbenen Stiften vorgezeichnet. Die Muster sind alle matt, also nicht wegen der Stifte, sondern von der Form her. Auch hier hat es schön gekräckelt. Die Farben kommen jetzt hier nicht ganz so gut raus, aber naja, Gott, was soll man machen? Hier kommt der zweite Gnom. Der ist jetzt mit Blau. Macht eigentlich gar keinen großen Unterschied hier von der Farbe her. Ganz, ganz wenig. Man sieht wohl, wenn man das so seitlich hält, dass das grünlich ist und das bläulich, lila schimmert. Ist auf jeden Fall der Gnom. Jetzt kommt der Schneemann. Der ist ja niedlich geworden. Der ist so süß. Der gefällt mir gut. Und das Weiße, das glitzert. Das ist wirklich ein ganz toller Schimmer, den ich dazu gegeben habe. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wie gesagt, ich weiß auch nicht die Firma, von der er kommt. Aber der ist toll. Und hier kommt der Junge.
Ja, der hat lila Haare. Da oben ist die Farbe lila stehen geblieben. Warum nicht? Sieht niedlich aus. Hier an den Händen auch so ein bisschen, hier unten an den Füßen. Sieht aus wie so kleine Stiefelchen. Süß, echt süß. Ja, ich werde mal schauen, ob ich vielleicht das eine oder andere noch mal ein bisschen nachzeichne, damit das mehr zur Geltung kommt. Ihr werdet es dann auf jeden Fall in den Fotos sehen. Also seid gespannt, ich bin's auch. Ich sage einmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr das hier mit mir miterlebt habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich herzlichen Dank, bleibt gesund. Ciao, eure Petra.